Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout. Fallout 4. Okay, wir sind hier immer noch im Bowling Center der Roboterstadt, also der des General Atomics. Ihr wisst schon was. Galleria. Oh, Schachtel Zigaretten. Nice. Und wir müssen jetzt ein verbessertes Terminal hacken gleich. Obwohl ich mich hier noch so ein bisschen umgucke, ich schließe. Wo ist eigentlich mein Hund? Wo ist eigentlich Dogmeat? Jetzt mal ohne Spaß, wo ist denn der hin? Schnell wieder weg. Mein Hund ist die ganze Zeit irgendwie gar nicht mehr da. Den könnt ihr doch nicht getötet haben, oder? Ich denke ja, das geht nicht. Warte mal, die Spule nehme ich mal mit. So. Verbessertes Terminal. Haben wir noch nie gehackt? Ich bin schon sehr gespannt. Ah, seht ihr, es sind jetzt 6 Buchstaben. Trotz alledem wird das, glaube ich, nicht ganz so... Oh, da oben ist eine Klammer. Jawohl. Wir sollten nicht alle Klammern benutzen, das wissen wir ja noch, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal Silver. Wie schön. Oh, wow. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zurzeit geschlossen, das wissen wir alles. Dieses Terminal erhält vertrauliche und ausschließlich für den Einrichtungsaufseher der General Atomics Galleria bestimmte Informationen. Gemäß den Firmenrichtlinien muss das Terminal bei Nichtbenutzung jederzeit gesperrt sein. Na dann zeig mal. Oh, das ist ein bisschen viel zu lesen. Einsatzrichtlinie des Aufsehers. Die General Atomics Galleria, wurde entwickelt, um den Umfang und die Vielseitigkeit der Roboter von General Atomics International, also GAI, unter Beweis zu stellen und als Modell für unser Konzept eines mit Robotern betriebenen Einkaufszentrums zu dienen. Die Galleria wurde mit speziellen Hochleistungsrobotern ausgestattet, die für die autonome Funktion im Rahmen des GAI Director Management Systems geeignet sind, also GAIDM. GAIDM, ja. Laut Bundesgesetzen ist die Anwesenheit eines Aufsehers vor Ort erforderlich. Diese Aufgabe übernehmen Sie. Jegliche Aktionen oder Eingriffe Ihrerseits wirken sich allerdings störend auf die Betriebsziele der Galleria aus und sind streng verboten. Sollten Sie keine andere Anweisung erhalten, dürfen Sie Ihr Büro nicht verlassen. Das heißt, wenn ich als Aufseher gearbeitet hätte, wären die alle gar nicht böse gewesen? Das würde ich gerne mal wissen. Kommunikationsaufzeichnungen. Okay, vom 8.7. Ja, gehen wir mal so reihum. 8.7.77. Die Abteilung für Kundenpflege nimmt die in ihren letzten Berichten dargelegten Bedenken zur Kenntnis. Allerdings stellen ihre Eingriffe eine unerwartete Variable dar, die in der ursprünglichen Programmierung der Roboter nicht vorgesehen ist. Oh Gott, ich musste gehen. Und verantwortlich für die fragliche Verhaltenskaskadenfehler. Was? Achso, ja, Verhaltenskaskadenfehler sein könnte. Darüber hinaus hat ihre Rolle bei diesen Vorfällen unter Umständen zu einer weiteren Rechtsschuld bei GAI geführt. Wir möchten noch einmal betonen, ja, dass alle Aufseherfunktionen vom Direktor der Galleria durchgeführt werden sollen. Überlassen Sie bitte weitere Kontakte zu den Robotern oder Kunden. Interessant. 19.07. In Anbetracht der Ereignisse, 29. meine ich, Entschuldigung. In Anbetracht der Ereignisse der letzten Zeit sind Sie autorisiert, dem Direktor beim Auffinden von Robotern mit Fehlfunktionen zu helfen und die Effektivität der Reparatur Ihrer Programmierung zu überwachen. Sollte es zu weiteren Todesfällen kommen, sind Sie außerdem autorisiert, den Überlebenden, falls vorhanden, im Namen von GAI eine sofortige finanzielle Wiedergutmachung anzubieten. Siehe Entschädigungstabelle 14J. Der 26.7. Passwort zur Überbrückung des Okay. Die Galleria bleibt ab sofort bis zu auf weiteres geschlossen. Sie haben den Direktor davon in Kenntnis zu setzen und die sofortige... Was? Und die sofortige und vollständige Abschaltung des gesamten Zentrums und seines Personals zu beaufsichtigen. Falls Sie glauben, dass der Direktor kompromittiert wurde, können Sie ihn abschalten und das Terminal zur Überbrückung des DMS in seinem Büro benutzen, um eine manuelle Notabschaltung der gesamten Galleria einzuleiten. Oh, das ist cool. Das Passwort für dieses Terminal lautet GAI GAL 4. Die GAL 4 ist, glaube ich, sogar eine Waffe. Ich weiß es nicht. So, der 23.10.
Mr. Kincaid, nach dem Eintreffen im Zentrum haben Sie sich im Büro des Direktors in der Statue zu melden. Identifizieren Sie sich als neuer Eröffnungsaufseher 18 Alpha. Zeigen Sie Ihre ID vor und befehlen Sie dem Direktor die Einleitung des Neueröffnungsprotokolls. Daraufhin werden mehrere Firmware-Aktualisierungen durchgeführt, um die Kaskadenfehler zu beheben und den normalen Betriebsablauf der Roboter wiederherzustellen. Wir raten zu äußerster Vorsicht, da wir davon ausgehen, dass der Direktor ebenfalls kompromittiert wurde und unter Umständen für den Tod ihres Vorgängers verantwortlich ist. Das heißt, ich kann die echt heilen eigentlich? Schade, dass das jetzt nicht mehr machbar ist. Na, brauche ich alles nicht, den Scheiß. Verstellbares was, bitte? Achso, verstellbarer Schraubenschlüssel. Oder Schraubenzieher. Mehr ist hier nicht gut. Oh Gott, das Ding hier, ey. Kingpin, ey. Gut, aber wo ist denn jetzt der Aufseherterminal? Oder was er sagt, das Aufseherterminal. Mal schauen. Wo muss es ja sein? Der einzige Laden, der noch nicht feindlich gesonnt war, war dieser komische Laden mit den Nummern, die man da irgendwie ziehen kann. Aber alle anderen, die musste ich ja abwuchsen. Schade eigentlich. Die General Atomics Galeria bleibt auf Anordnung des Direktors geschlossen. Lass mich raten, das ist hier. Das ist das Büro. Okay, Made. Treten Sie vor. Langsam. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für ein kleines Schwätzchen. Hast du da eine Steckdose als Zigarette? Bleiben Sie stehen. Ich habe Ihr Vorgehen beobachtet. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Für einen Kriminellen. Okay. Ich bin nicht kriminell. Was sind Sie? Vandale? Söldner? Kommunist? Warten Sie. Die große Neueröffnung. Sind Sie Neueröffnungsaufseher 18 Alpha? Sie sind spät dran. Ja. Ja. Ja, genau. Für die manuelle Genehmigung der großen Neueröffnung wird eine Authentifizierung benötigt. Ich muss also Ihre ID sehen. Sir. Okay. Warte, manuelle Aktivierung? Gibt es noch eine andere? Irrelevant. Erwarte jetzt manuelle Aktivierung. Zeigen Sie bitte Ihre Mitarbeiter-ID. Hier. Scanne? Täuschung festgestellt. Sie wurden gewarnt. What the shit? Wo habe ich das letzte Mal schnell gespeichert? Oh nein. 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 Sag mir jetzt nicht. Ah. Die General Atomics Galeria bleibt auf Anordnung. Jede Abweichung von den Standardprozeduren muss von Gott sei Dank, ey. Gut, dann probier's halt nochmal, wa? Anders geht's ja nicht. Ich muss es halt immer wieder probieren. Überredung, die Überredung muss einfach klappen. Okay, Made. Treten Sie vor. Langsam bleiben Sie stehen. Naja, ist ja gut. Ja, hier. Ich bin nicht kriminell. Was sind Sie? Vandal? Warten Sie. Ja. Ja, genau. Für die manuelle Genehmigung. Warte.
manuelle Aktivierung? Gibt es noch eine andere? Automatische Aktivierung war für den 1. Januar 2078 geplant. Es hat geklappt. Warte. Analysiere. Beschädigte Task festgestellt. Taskplaner repariert. Zuvor geplante Task wird nun ausgeführt. Zugriff auf Protokolle. Alle Einheiten. Bereithalten für die große neue Eröffnung. Verarbeite Firmware-Updates. Erledigt. Ich hab's geschafft. Reinstalliere Kampfhemmung. Erledigt. Weise neuen Einrichtungsaufseher zu. Erledigt. Die General Atomics Galeria ist jetzt geöffnet. Als neue Öffnungsaufseher führen Sie unsere heutige Kundentombola durch. Hier ist der Hauptpreis. Das wäre alles, Soldat. Wegtreten. Das heißt, sie sind jetzt alle gut, oder wie? Ich hab die umsonst gekillt? Wirklich jetzt? Ich meine, Kampfhemmung beheben irgendwie war da... Oh nein. Sind jetzt alle nett? Jedenfalls die, die noch übrig sind? Willkommen zurück. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Wie kann ich dienen? Dann lass mal sehen, was du... General Atomics. Ha! Oh. Der hat ja nicht wirklich viel. Naja. Aber ich kann immer was verkaufen. Gut, dann hier kriegst du... Okay. Oh. Ja, naja, mehr kann er nicht. Hm, schade. Egal. Ich probier's jetzt mal... Da waren welche, die haben wir nicht gekillt. Sind die jetzt nett? Willkommen in der Bäckerei Pinelli. Mein Name ist Twisp. Ihre Bestellung? Jetzt ernsthaft? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Aufbereitet. Nice. Alter, 52 Kronen. Okay, alles klar. Der kriegt jetzt die volle Ladung. So, habe ich gratis bekommen. So, und du? Verlassen Sie bitte die Küche. Touristen. Netter als davor. Scheiße, jetzt habe ich die alle umgebracht, ey. Oh nein. Oh nee, echt jetzt? Also wenn ich zuerst da nach oben gegangen wäre, ja, dann wäre nichts passiert? Da wäre echt gar nichts passiert? Oh Mann, das ist traurig. Ich habe die alle umsonst gekillt, so gesehen. Da bist du ja! Komm schon. Ich hätte dich gebraucht, Mann. Also nee. Hunde. Gibt's ja gar nicht. Ja, nice. Jetzt habe ich die alle umsonst hier gekillt. Ja, super. Gut, dann werde ich jetzt hier ganz kurz erstmal einen Cut machen. Und dann reisen wir weiter. So. Alles klar. Wir haben es geschafft. Wir sollten eigentlich hauptquestmäßig weitergehen. Oh Mann. Geil, alle tot. Juhu, supi. Ganz großer Sport. Warte, da hinten ist noch was. Da möchte ich noch hin. Lebt hier echt keiner mehr? Okay. Ich habe gewusst, dass die nicht so von Natur aus sind. Ich wusste es einfach. Ich habe es euch, glaube ich, auch schon sogar schon gesagt. Lake Wanapovit. Hier drüben. Komm mal her, Kumpel. Ich möchte nicht die ganze Zeit angezeigt bekommen mit Dogmeat. Komm mit. Bleibt der da jetzt? Der bleibt da nicht jetzt wirklich, oder? Der bleibt da echt? Hey. Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? So süß.
Na, jetzt komm. Dog Meat. Da, der kommt. Okay, gut. Oh Gott, da ist er ja. Oh, was ist das denn? Ah, schwarze Blähfliege. Alter, bin ich schlecht. Okay, wartet. Ich benutze immer das hier. Weil ansonsten treffe ich ja gar nichts. Die wirbeln aber auch so hin und her, ey. Leute, der hat die gekillt. Ey. Schwarze Blähfliegen. Na, gucken, was es hier noch so zu entdecken gibt. Ach so, Moment mal, ich habe ja schon Level Up, war? Ich Idiot. Ich Idiot. So, was kann ich denn machen? Schloss knacken erst mit Level 18. So. Und das nächste kann ich mit Level 21 Meister Terminals, okay. Nie gesperrt, wenn der Versuch misslingt. Okay, das ist lustig. So, dann kann ich ab jetzt das mit dem Schnorrer und das mit dem Schatzsucher machen. Mehr Kronkorken oder mehr Munition? Ich glaube, mehr Munition ist wichtiger erstmal. Weil Kronkorken kriegt man ja genug durchs Verkaufen auch. Oh nein. Okay, ihr wollt mich verarschen. Gut, kein Problem, ich verarsche euch auch. Ich nehme jetzt auch heute das Wasser, so, zack. Ich brauche irgendwas anderes, irgendeine andere Waffe. Aber was? Big Jim. Scheiße, scheiße, scheiße. Lad nach, lad nach, lad nach. Hoi, 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 hoi. So. Was, die sind leichter als die anderen? Hätte mir mal einer sagen müssen, hätte ich erst den anderen gekillt. Okay. Hund? Oh. Hier geht es soweit gut, das ist schön. Nichts als Gefahren hier im Ödland. Schrotflinte ist scheiße jetzt mittlerweile. Das Jagdgewehr hatten wir gerade. Das Giftmischers. Das haben wir ja auch noch, stimmt ja. Okay. Dogmeat? Ah, da bist du ja. Mutierte Farnblume. Da hinten der Generator sieht sehr interessant aus. Sag mal, kann das sein, dass da hinten noch was ist auf der Karte? Ne, das haben wir ja schon. Ja, das haben wir schon. Ne, das haben wir nicht. Das sieht nicht so aus, als wenn wir es haben würden. So, nein, ich wollte nicht. Ich hab den. Okay, das, die ist echt schallgedämpft.
Oh, fuck. Renne. Aua. Scheiße. Ich muss hier schnell weg. Oh, Gott sei Dank, ey. Boah, die Viecher gehen mir richtig auf den Sack, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dabei wollte ich eigentlich die Pistole benutzen. Ah ja, egal. Warum hat der ein Klemmbrett, bitte? Verstehe ich nicht. Ach, und mein Hund mal wieder. Ich muss das eigentlich schon gar nicht mehr erwähnen. Fällt mir mal gerade so ein. Also der See oder der Fluss hier ist ganz schön riskant. Hätte ich ja doch nicht so erwartet, dass der so schwer sein wird. Oh, Werkzeugkasten. Oh, das ging schnell. Cool. Oh, Patron, nice. Überwachungsstationsterminal. Okay, das ist wahrscheinlich das Letzte, was wir uns angucken können. Amt für Bodenkultur Massachusetts. Nee, Massachusetts, doch. Überwachungssystem zur Wasserqualität. Ihre vierteljährliche Inspektion ist 10.000... What the fuck, ey. Wasserqualitätsstatus. Radioaktive Verschmutzung, extrem. Verschmutzung durch Schwermetalle, extrem. Verschmutzung durch Fäkalien, extrem. Sauerstoffsättigung, durchschnittlich. Weitere Verschmutzungen, extrem. Allgemeiner Zustand, gefährlich. Siehe Alarme. Verschmutzung überschreitet die Sensortoleranz. Extreme Mengen mehrerer Schadstoffe festgestellt. Kontakt mit diesem Wasser könnte für Menschen gesundheitsfährdend sein. Nice. Das ist sehr schön. Qualitätsberichte. Vom 1.6. Vierte jährliche Bewertung der Wasserqualität. Schadstoffmengen im Vergleich zum vorherigen Ablesungen um das Dreifache erhöht. Illegale Verklappungen bleiben weiterhin die wahrscheinlichste Ursache. Wir empfehlen, den See für die Öffentlichkeit zu sperren und eine offizielle Untersuchung der Abfallentsorgungspraktiken der ansässigen Schwerindustrie einzuleiten, meine Fresse. General Atomics, Sorges Ironworks und Corvega. Ah, okay, das sind wohl die drei großen Gebiete da. Wiederholte Anfrage zur Bewertung der Wasserqualität. Die Schadstoffmengen sind weiter gestiegen. Haben die Absperrung des Sees und die offizielle Untersuchung empfohlen. Außerdem sollte das Angelturnier des Bürgermeisters abgesagt werden. Ja, was soll man da auch noch angeln? Ganz im Ernst. Nach dem Angelturnier sind 27 Berichte... Oh Mann, meine Nase. Über schwere Krankheiten nach dem Kontakt mit Wasser eingetroffen. Ein Boot ist gesunken. Die beiden überlebenden Mitglieder der Mannschaft haben schwere Strahlungsverbrennungen erlitten. Fische wurden nicht gefangen. Was? Ist ja wirklich ein Wunder. Lake Quanapowit bleibt bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Alter Vater. Was haben die hier mit dem Ding gemacht? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibtisch hat nichts. Gut. Aber meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir hier um den See noch ein bisschen rumgehen. Mal schauen, wie viele Meyer-Lurks hier noch sind. Ich hoffe allerdings nicht so viele, denn ich mache kaum Schaden. Gut, und danach werden wir so in Richtung, ne, ihr wisst schon, weiter zur Kinderkrippe gehen. Haut rein, bis zum nächsten Part von Let's Play Fallout 4. Bis dann und ciao.